erregende Wellen rollen aus der Arktis in die Nordsee. Ein Wal schwimmt in den Tod. Einer von der Art des Moby Dick. Über diesen Wal sagt Herman Melville 1851: Die einzige Möglichkeit, eine Vorstellung von seiner lebenden Gestalt zu gewinnen, besteht darin, dass ihr euch selbst auf Walfang begebt. Stoneman und die Mitarbeiter der Foundation sind Zeugen eines sonderbaren Tanzes zweier junger Weibchen, der teils komisch und teils ziemlich ernst zu sein scheint. Dabei konnten Stoneman und sein Team feststellen, dass sich diese normalerweise scheuen Geschöpfe allmählich an ihre Gegenwart gewöhnten. Die Kleinen haben überlebt. Doch ob sie jemals in die Taiga zurückkehren, ist ungewiss. Längst sind sie an den Menschen gewöhnt. Sie kennen seine Nähe, seine Gerüche, den Lärm seiner Ansiedlungen.